Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV hier auf dem JFD Desktop. Und ja, der Montag ist in aller Häufigkeit auch durch seine Ruhe gesegnet und auch heute sehen wir hier keine wirklichen großen Impulse. Wenn wir hier unten mal auf die Heatmap schauen, da sehen wir zum einen die europäischen Indizes, die sich hier schon im Handelsschluss befinden, beziehungsweise in der JFD Brokers Indikation weiterlaufen. Hier aber interessant eben die USA. NASDAQ 100, S&P 500, Dow Jones, die sind hier ja marginal im Minus, beziehungsweise Technologie, wie auch schon in der vergangenen Woche, wieder mit der Nase vorn, leicht im Gewinn der NASDAQ 100 Index und Grund genug, uns den mal jetzt hier genau unter die Lupe zu nehmen. Tatsache ist, die Schwankung ist heute hier, das sehen wir schon im Stundenchartintervall, sehr, sehr übersichtlich. Das heißt, wir haben hier deutlich ja, unter Range den aktuellen Schnitt. Das soll heißen, wenn wir hier ein neues Tageshoch-Mehrjahreshoch machen, könnte hier Momentum reinkommen. Aber allerdings fehlt derzeit hier irgendwo die Musik dafür, dass da jetzt Stimmung in den Markt kommt, sodass wir nach oben ausbrechen könnten. Möglicherweise zieht sich das jetzt noch wirklich zäh bis zum Handelsschluss hin, ohne dass wir hier noch aufregende Impulse bekommen. Morgen dann grundsätzlich ja auch hier die US-Notenbankerin, die Chefin Janet Yellen, in dem ein oder anderen Interview, beziehungsweise hält er hier eine Ansprache vorm Senat und dergleichen. Das könnte dann morgen schon wieder ein bisschen für Stimulus sorgen an den Märkten. Aber aktuell, wenn wir uns mal hier den Tagesschart zunächst anschauen, sehen wir hier diese sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung, die eben jetzt hier auf hohem Niveau konsolidiert wird, nach dem starken Freitag wohlbemerkt. Ist eben jetzt hier das Ziel unverändert, hier das Levelbereich 4.550, 4.540 Punkte. Das leitet sich hier anhand der Fibonacci-Projektion und dieser Formationsprojektion dieses Bewegungsimpulses von diesem Hoch zum Unterstützungsniveau, das nach oben hier aufgetragen, als der NASDAQ 100 Index praktisch hier ausgebrochen ist. Und die Annahme war eben hier tunlichst nach oben zu laufen. Möglicherweise gibt es hier Rücksetzer an dieses Ausbruchslevel, hier Bereich 4.345. Das könnte passieren, ist aber eigentlich nicht das präferierte Szenario. Vielmehr könnte es direkt weiter nach oben gehen. Könnte, wenn und aber. Man muss natürlich hier mit Konditionen arbeiten. Insofern, wenn es hier unter das Freitagstief gehen würde, 4.395, dann kann man davon ausgehen, dass es hier auch nochmal gute 50 Punkte nach unten geht, um eben hier so ein Pullback herbeizuführen. Machen wir hingegen neue Hochs über dem Hoch vom Freitag, Schrägstrich über dem Hoch von heute. Freitag vielmehr 4.444,30. Wenn wir hier praktisch ein neues Hoch markieren, dann sieht das gut aus, dass der Markt dann eben hier in Richtung der Zielmarke von 4.550 Punkten läuft. Doch welches Ziel hat der Index eigentlich noch? Da zeige ich Ihnen direkt mal das langfristige Bild zum Index hier bis zurück in die 90er Jahre. Wir sehen hier seit den letzten Jahren, hier vielmehr seit der Jahrtausendwende, eben den Höchststand hier vom März 2000. Und das war 4.816 Punkte. Dieses Niveau ist hier noch, ja, gute 400 Punkte weg, roundabout. Da muss er noch hinlaufen. Wir sehen hier die aktuelle Februarkerze, sehr, sehr bullisch. Und wir sehen hier diese starke Bewegung seit 2009. Das hat schon hier, ich will nicht sagen parabolische Züge, aber es hat eine definitive Steilheit mit sich, die früher oder später, wir sahen hier unlängst immer noch kleine Korrekturwellen, möglicherweise auch mal einen größeren Stimulus nach unten führt. Aktuell fehlt aber jede Spur und insofern geht es auch hier, den Bullen weiter zu reiten. Und wenn man ein Ziel bei diesem Index sucht, dann ist es hier das Niveau der vergangenen Zwischenhochs, Bereich 4.360, 4.355 und dann eben hier das Allzeithoch bei 4.816 Punkten. Das bleibt definitiv das nächste Ziel, solange wir hier nicht signifikant nach unten wegbrechen. Das ist auch hier der Monatschartintervall, eine Kerze, ein Monat, deswegen auch hier zurück bis in die 90er Jahre. Wirklich ein sehr, sehr großes Bild. Insofern einfach nur, um Ihnen mal aufzuzeigen, wo hier der Index eigentlich herkommt, beziehungsweise wo er denn möglicherweise hinkommen will. Das wieder im Tagesschart, die aktuelle Sequenz. Da gehen wir jetzt nochmal in den Stundenschart, bevor wir uns dann dem WTI kurz zuwenden. Wir sehen hier, wie gesagt, die Seitwärtslethargie und hier gilt eben, wenn wir ein Hoch über dem Hoch vom Freitag machen, darf es weiter aufwärts gehen. Machen wir hingegen ein Tief hier unterhalb des Freitagstiefs. Moment, jetzt muss ich direkt nochmal die Freitagskerze mir auf den Schirm holen. Das war hier Low 4.395 Punkte. So, das war diese Kerze hier ganz genau. Dann wäre es signifikant bärisch, aber Sie sehen, was das noch für eine Wegstrecke ist, um hier allein auf Tagesbasis ein Verkaufssignal zu erzeugen. Dann wäre auch hier Bereich 4.380, 4.390 Punkte eine schöne Supportzone, sofern wir den hier so tief zurücksetzen. Alles, was sich hier in diesem Bereich abspielt, und da können wir das gerade auf Stundenbasis noch ein Stück weit nach oben ziehen,
alles, was ich hier oberhalb dieser Aufwärtstrendlinie, wo kommt die her? Ich zeige es Ihnen. Das ist hier praktisch vom Februar-Tief, Anfang Februar hier nach oben gezogen. Da haben wir hier bei 4420 einen Supportbereich im kurzfristigen, dass man ein Stück weit nach oben zieht. So, in diesem Bereich, wenn der Index wirklich hier abkippen sollte, wäre eine gute Stabilisierungszone gefunden, um dann praktisch wieder aufzudrehen nach oben. Also der Index bleibt weiter bullisch, erst unterhalb von 4395, unterhalb von 4390 Punkten müsste man die Situation wirklich neu bewerten. Gehen wir deswegen jetzt mal zum WTI, das sieht nämlich gar nicht so uninteressant aus. Wir sehen hier links wieder Stundenchart, rechts Tageschart, unten den Big Picture Chart. Hatten wir auch unlängst eine große Ölanalyse gemacht. Hier die Monatskerze vom Februar, das sah eigentlich noch sehr, sehr konstruktiv aus nach dem Motto, Öl zieht hier raus, macht einen kleinen Pullback an das Level 53, irgendwas, um dann wieder Richtung 65 Dollar, das ist ja das markante Retracement-Widerstand-Level, anzusteigen. Die aktuelle Kerze lässt so ein bisschen die Hoffnung schwinden, aber es ist noch nicht zu spät. Öl sieht weiterhin gut aus, gerade wenn wir jetzt mal hier in den Stundenchart gehen, haben wir hier natürlich jüngsten Verlaufshoch gemacht, uns ein bisschen in den Kopf gestoßen bei 54 Dollar je Barrel. Ganz klarer Widerstandsbereich. Jetzt laufen wir aber zurück und haben hier in der Nähe 48,30, 48,25 einen schönen, schönen Supportbereich, das hier wieder oder der wiederum dazu dienen könnte, wenn der Ölpreis WTI, hier das US-amerikanische Öl, zurücksetzt in diesem Bereich, dann hier spekulativ vielleicht die Chance suchen, um wieder auf einen Move nach oben zu setzen, der dann gekrönt werden würde, wenn wir hier über 54 Dollar je Barrel rausziehen, dann haben wir hier nämlich doch wieder erhebliches Potenzial nach oben und hier diese laufende Konsolidierung wäre dann eigentlich einfach nur eine Trendbestätigung gewesen des nachfolgenden Aufwärtsimpulses, also hier eine Trendfortsetzung im Sinne des laufenden Erholungsimpulses. Und wenn man das hier oben drauf setzt, dann wären hier zunächst erstmal sicherlich Niveaus um die 60, 90, 61 Dollar je Barrel zu erwarten. Eben hier diese Schwankungen, kann man auch noch ein paar Cent abziehen, aber grundsätzlich die Schwankungsbreite der Konsolidierung während der letzten Tage nach oben abgetragen, wäre dann hier ein sehr, sehr interessantes Niveau für einen Anstieg. So werden wir dann über 54 Dollar ausbrechen, das ist ganz klar die Maßgabe. Gehen wir signifikant unter 48,30 zurück, dann müsste man durchaus hier wieder Niveaus von 45 Dollar und möglicherweise neue Meerestiefs einkalkulieren. Das ist eben der konditionelle Charakter eines Preises. Sess einer Preisentwicklung und muss sich hier anpassen, aber die Chance, dass sich Öl hier stabilen könnte, ist in jedem Fall gegeben und darum geht's. Also, liebe Zuschauer, das wäre es auch schon gewesen für das heutige JFD Live Trading am Abend. Ich hoffe, Sie haben den ein oder anderen Input mitnehmen können. Wenn Sie mögen, morgen gibt es wieder mindestens zwei Sendungen und jede Menge Checks im Stream. Ich sage danke an dieser Stelle fürs Dabeisein und wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend. Bis dahin, Ihr Christian Kemmer.